20. Jahrhundert verschwanden aus der Natur hunderte verschiedener Arten von Tieren. Hier ist eine Geschichte davon. Der Riesenohrwurm von St. Helena, die größte Ohrwurmart überhaupt, war gewiss auch am schwierigsten zu finden. Nach seiner Erstbeschreibung im 18. Jahrhundert wurde er erst 160 Jahre später wiedergesehen. Er war wohl das außergewöhnlichste Tier auf der kleinen Insel St. Helena im Südatlantik. Dort waren dank ihrer Entfernung zum Festland ganz einzigartige Lebensformen zu finden. Von den vier Arten von Ohrwürmern auf der Insel waren die Riesenohrwürmer die größten und nur hier heimisch. Der Riesenohrwurm konnte eine Gesamtlänge von fast 10 cm erreichen. Mit seinen Zangen am Hinterleib und einer Körperlänge von ca. 6 cm war er fast ein Riese unter den ansonsten zierlichen Ohrwürmern. Die Vorfahren der Riesenohrwürmer müssen wohl schon vor langer Zeit, getragen von hohen Luftströmen, über die südlichen Ozeane die Insel erreicht haben. Hier entwickelten sie sich so zu ihrer ungewöhnlichen Größe. Im Gegensatz zu unserem gemeinen Ohrwurm konnten die Riesenohrwürmer nicht fliegen. Sie hatten es auch gar nicht nötig. Auf der Insel gab es keine räuberischen Säugetiere, Vögel und Insekten, die sie bedrohen oder mit ihnen konkurrieren konnten. Die Insel wurde im Jahre 1505 entdeckt. Und wie bei fast allen solchen Entdeckungen entwickelte sich seither die biologische Geschichte von St. Helena zu einem Trauerspiel. Die zerstörerischen Folgen der Besiedlung können anhand von Funden belegt werden. So konnten die Wissenschaftler über 200 ausschließlich hier heimische Arten identifizieren. Über 70% davon waren Insekten. Traurigerweise stehen die meisten dieser Arten vor ihrer Ausrottung. Der Riesenohrwurm wurde zum ersten Mal 1798 von einem Forscher und Entdecker beschrieben. Doch dann wurde das Tier über 160 Jahre lang nicht mehr gesehen. Deshalb wurden diese ungenauen Aufzeichnungen in Frage gestellt und der Riesenohrwurm schon bekannten Ohrwürmern zugeordnet. Doch in den 60er Jahren unseres Jahrhunderts wurde ein lebendes Exemplar auf der Insel gefangen. Unglücklicherweise hatten vom Menschen eingeschleppte Tiere den Riesenohrwurm schon Jahre zuvor wiederentdeckt. Diese fremden Plünderer durchstöberten die Insel und vernichteten einheimische Pflanzen und Tiere. Für Ratten war der Riesenohrwurm ein leckerer Happen. Besorgt um den Bestand der Riesenohrwürmer sah sich in den 80er Jahren der Londoner Zoo dazu veranlasst, ein Schutzprojekt ins Leben zu rufen. Ein Team kehrte 1988 zum Horse Plain auf St. Helena zurück, wo zuvor das letzte bekannte lebende Exemplar gefunden worden war. Eine weitläufige Suchaktion endete ohne Erfolg. Es gab keine lebenden Exemplare mehr und auch keine Überreste. Die Hinweise auf das endgültige Verschwinden des Riesenohrwurmes verdichteten sich. Heute hält man den Riesenohrwurm für eine von vielen endgültig ausgestorbenen Arten der Insel. Allerdings hegen die Forscher noch einen Funken Hoffnung, er möge wieder auftauchen. Bis dahin bemühen sie sich, den einzigartigen Lebensraum dieser Tiere besser verstehen zu lernen. Nur so können sie es vielleicht erreichen, dass auf St. Helena keine weiteren Arten für immer verloren gehen. Tiere, die es einmal gab.